die anderen so zu bezeichnen. Oder man hat sich besonders stark in seinen Schoß gestützt, dass man besonders stark ist, oder? Man hat sich mit Ringkämpfern befasst und davon die Boxkunst abgeleitet. Das Schriftzeichen von Chinesen, von chinesischer Seite, das Schriftzeichen ist toll für Boxen. Hand und dann Himmel erschüttert und dann gerechten Himmel. Die Boxer sind da auch der sauberen Handschuhe bekannt und dürfen deswegen so eine Schärpe tragen. Wogegen ein Kittel oder eine Schürze ein Fleck empfindlich ist. Und ich glaube, sogar ein Stirnband dürfen wir tragen. Ich weiß nicht, ob es ein Kissen ist. Und ich bin davon nur vom Kuchen weg und wieder zum Kuchen hin und einmal zurück. Immer so, ich bleib Kung Fu. Dann muss ich mich zwicken. Dann weiß ich, dass ich mein Kung Fu bin. Also, Boxer interessieren. Das kann nicht verkehrt sein. Sehr verdaulich für uns. Denken hat auch jede Kuchen unter jedem Kuchen so viel gelitten, dass das irgendwie begrüßt wird. Das ist dann ja auch so mit den Künsten des Boxen befasst. Und hab dann so die einen oder anderen Tricks rausgekriegt. Ich muss sagen, ich bin davon gekommen, ins Totem gegangen und aus dem Totem rausgegangen und dann wusste ich sowas. Also ich habe es nicht im Totem gelernt, aber ich habe im Totem eine Wurzel bekommen. Die ich dann aus dem Toten heraus in die genannte Boxer-Tricks. Auswärtshaken habe ich oft gesehen. Klappt hier nicht. Macht sie so. Also auf jeden Fall durch jede Deckung. Stimmt schon, aber manchmal brauchen wir auch einen Auswärtshaken. Der klappt dann hier ganz gut. Oder meistens zufällig. So einen bewussten Cut, wo ich bin jetzt Cut hauen. Das wird Cut. So. Und übermächtige Deckung gibt es ja doch. So kann ich ja nicht so. Super Karussell Cut erwähnt. Und der hier, der durch jede Deckung durchhaut, oh, hier kriegt er auch einen drauf. Und auch hier, den soll er mal übermächtig decken. Das ist mir ziemlich neu. Gibt's ja tollste Deckung. Also, so, und ich muss sagen, die beste Deckung ist die Auerdeckung. Also die Auer ist gut. Und dann von hier rein, hat er gesiegt jetzt? Hat er gesiegt? Immer so, dass er gesiegt hat, geht er ja hier rein. Will er ja auch sich auch weglegen soll. So hat er gesiegt, geht er hier rein.
So, hat er gekriegt. Den kriegt er hier zweimal voll auf die Birne. Habe ich auch selten gesehen. Zwei, dreimal im ZDF und alle haben so gut. Und da wird dann ja auch in Boxen viel nachgemacht. Also, so ähnlich wie im Kung Fu. Manche Techniken sind rühmlich und werden dann deswegen nachgemacht. Zum Beispiel im Kung Fu ist rühmlich und unbedingt gut zu machen. Auch rühmlich ist unbedingt gut zu machen und dabei noch zu holen, was man sonst nie macht, außer man trinkt was. Und Boxen hat ja auch diese Interventions-, Investigations-, Widersachgeschichte eben mit dem Holen. Dass die alle nachher nur zurechtgestellt werden und dass das dann heißt, ja, Boxen ist nicht schön, die sollen lieber zum Militär gehen oder so. Da pumpt sich ja an den Boxer dann auch so eine Art Kung-Fu-Herz auf, so, ist doch klar. Wenn die dann wahrscheinlich auch vielleicht noch so überlebenden Kuchen inquisiert, also ja, das Kuchen inquisiert. Das ist ja auch in der Erleuchtung die Reaktion des Kommunismus für die Erleuchtung, die ja auf das sich pariert und quitt ist. Das ist mir alles nochmal so winken und so, was ich auch nicht, wenn ich den Chip wieder hab, Alter. Das ist ja auch so eine ganz doofe Geste, wo ja eigentlich dann Kultur über die Kunst steht und die Kunst über Kultur vergeht. Das ist nicht traurig. Und das betrifft, glaube ich, beide, Kung Fu und Boxen. Ich weiß es nicht genau, man wird es sehen. Zeit entwickelt sich immer weiter. Das war nochmal ein Studio. Ich